Mein Kind isst kein Gemüse mehr. Was kann ich tun? Was will dein Kind? Will es stark werden? Will es intelligent werden? Will es groß werden, wachsen? Dann sag ihm, wenn du dein Gemüse isst, dann wirst du stark, dann wirst du groß, dann wächst du. Lass dich nach dem Essen vom Kind umschubsen. Schau, du hast dein Gemüse gegessen. Jetzt bist du stark genug und kannst mich umschubsen. Der Spaß natürlich, ohne sich weh zu tun. Gestalte das Essen nett. Ja, sei kreativ, bastel das schön bunt zusammen, püriere im Notfall das Gemüse, kocht gemeinsam, sucht gemeinsam das Gemüse aus und leb's vor. Also isst du viel Gemüse, dann wird dein Kind auch viel Gemüse essen. Ja, es geht immer so ein bisschen darum, die Kinder zu motivieren. Du willst, dass dein Kind Gemüse isst, weil es natürlich gesund ist. Und mein Kind zum Beispiel hat früher alles gegessen an Gemüse und dann kam mit 3 Jahren plötzlich so der Punkt, nö, das mag ich nicht. Und dann musst du halt gucken, wie du das Kind motivieren kannst. Ja, also mein Kind wollte immer stark sein und hat immer gerne gespielt, dass wir uns umschubsen auf der Matratze im Spaß aus Spiel. Und dann haben wir da so ein Spiel draus gemacht. Ja, wenn du dein Gemüse isst, dann bist du so stark, dass du mich bestimmt dann nach dem Essen umschubsen kannst. Und dann durfte er mich nach dem Essen immer umschubsen. Und das hat dann ihn dann am nächsten Tag wieder motiviert, sein Gemüse aufzuessen. Also guck, was will dein Kind? Oder will es intelligent sein, lesen lernen, schreiben lernen? Dafür brauchst du dein Gehirn Gemüse. Ja? Also versuch es so ein bisschen zu motivieren. Und sonst gestalte das Gemüse nett, ja, also guck, dass du irgendwie dir Ausstichform kaufst und das Gemüse ja in schöne Form bringst, in eine Mickey Maus oder was auch dein Kind gerne mag, vielleicht auch die Farben so zusammenstellst. Also schau, dass du da kreativ bist und das irgendwie ja nett gestaltest. Im Notfall pürieren, man kann alles zu einer Soße pürieren, dann gibt es halt Nudeln mit einer Gemüsesoße, da ist es püriert, wenn das dann noch eine schöne Farbe hat. Ja, kocht gemeinsam, schaut, dass sie gemeinsam kocht. Oft ist es, wenn die Kinder das selber gemacht haben, ist es einfach nochmal ansprechender, weil dann habe ich das ja gemacht, dann esse ich es auch gerne. Und sucht auch das Gemüse gemeinsam aus. Also ich finde, Kinder müssen nicht essen, was sie nicht essen wollen, aber deswegen einfach gemeinsam mit ihnen aussuchen, hey, ich esse gerne Tomaten, dann gibt es halt Tomaten.